Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ihr kennt vielleicht das Problem, ihr müsst Ware versenden, habt ihr Paletten, mit dem Klebeband geht es nicht, weil es meinetwegen hier Metallteile haben. Und die Metallteile muss man irgendwie vernünftig sichern. Also bloß ein bisschen was rumwickeln alleine ist aber zu wenig. Da gibt es so Umreifungsbänder und entsprechend ein Spanngerät mit so Klammern. Mit dem kann man das schön machen. Und zwar wird das einfach dann rumgewickelt und straff auf Zug gespannt. Und wie das genau geht, das zeigen wir euch jetzt einmal. Weil ihr habt vielleicht so ein Gerät oder möchtet es so schaffen, wisst ihr aber nicht genau, wie man das machen soll. Also dafür ist das Umreifungsgerät und der Spannband. Und das zeigen wir euch jetzt einmal. Also das Spannband einfach nehmen, das ist so in Rollen. Dann geht man da einfach unter der Palette durch. So, dann holt man sich die Metallklammer. Also hier, das sind so Metallklammern und das entsprechende Spanngerät dazu. Wichtig ist, wenn man das einfädelt, da muss man unten durchgehen. Ich hoffe, dass man das erkennen kann, dass das Bandel praktisch das Ende, das Lose auf der Oberseite liegt dann. Genau, so rum. Dann hängt man das einfach über die Metallklammer drüber. So, eine Seite, dann die andere Seite, wo an der Rolle noch dran hängt. Da geht man hier auch einfach durch und hängt das auch wieder so drüber ein. Und dann brauchen wir das Spanngerät. Man kann schon einigermaßen straff ziehen mit der Hand. Und dann kommt das Spanngerät. Das wird einmal unten eingefädelt sozusagen, auf dem unteren Bandel, das wo um die Palette oder um das, was ihr festmachen möchtet, so entsprechend rumgeht. Dann geben wir vorne durch. Mit der Seite mit dem Messer muss zum Spann. Zu dem Metallspannschloss dazu schauen und der Hebe praktisch nach hinten. Da gehen wir dann durch über die Spannrolle und dann oben einfach drüber und dann betätigen wir den Spannmechanismus. Wenn das halt nicht gescheit durchrutscht, ist ein Lochhelfer. Ja, also das ist jetzt das bessere Band, das breitere, wo mehr aushält, das rutscht halt nicht ganz so gut. Aber zur Not kann man da ein bisschen nachziehen. Da kommt immer darauf an, was für Bänder das man verwendet. So, wenn es dann entsprechend fest ist, dann drückt man es ganz runter, dann schneidet es das entsprechend automatisch ab. Das Ganze zeigen wir jetzt nur mal in Längsrichtung. Und so haben wir das jetzt entsprechend festgespannt, dass da nichts mehr passieren kann. Ich würde empfehlen, sage ich mal, 2 bis 4 Bänder, wenn ihr was auf einer Palette sichern möchtet, je nachdem, wie schwer das ist. Also wir werden jetzt das Ganze nur mal in Längsrichtung praktisch machen. Da ist im Endeffekt das gleiche Thema. Also jetzt sage ich euch einmal nur mal nah. Also da habt ihr entsprechend das Spannschloss, das ist dann so eingehängt und dann kann da nichts mehr passieren. So, jetzt gehen wir mal in Längsrichtung rum. Da ist das gleiche Prinzip. Wichtig, wie möglich straff spannen das Ganze und wichtig auch die Bandel oben rüber hängen, dass ihr es nachziehen könnt. Weil wenn es unten drunter ist, ist es halt schlecht zum Nachziehen. Ansonsten wäre es im Prinzip egal, aber oben könnt ihr halt am Bandel auch schöner ziehen. Also ich verlinke euch auch die Gerätschaften und Bänder wieder unter dem Video, wie immer.
Falls ihr sowas einmal braucht, könnt ihr natürlich auch bei mir kriegen. Oder wenn ihr sowas schon habt und nicht mehr genau wisst, wie man es eigentlich richtig einsetzt, weil wenn man es vielleicht nur seltener macht, weil man nicht so oft was hat, dann kann man sich ja das Video in Ruhe nochmal anschauen, damit man weiß, wie das richtig gemacht wird. Ich bin da drauf gekommen, weil die Problematik habe ich auch gehabt, weil der, wo ich gemacht habe, der ist leider nicht mehr bei der Firma dabei. Und jetzt haben wir erst einmal schauen müssen und überlegen, wie man das überhaupt macht. Und da finde ich, wie ein Video ist einfach am schönsten, weil da kann man das am schönsten zeigen, wie das funktioniert. Wie gesagt, spannend gescheit. Und dann ganz durchdrucker, dann schneidet es entsprechend automatisch ab und ihr habt das Ding sauber verspannt auf der Palette. Ja. Das war wieder euer Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Wie man mit einem Spannband, also Metall oder andere schwere Gegenstände richtig sichern kann. Lohnt sich halt nur, wenn man ein bisschen mehr hat, weil das Gerät ist nicht ganz so billig. Aber ich sage mal so, alle besser sowas machen und gescheit sichern, als wenn dann die Sachen, die ihr versenden wollt oder abholen lasst, mit Spedition dann kaputt geht. Weil das ist halt immer die teuerste Methode. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir. Liked es mir, abonniert es mir. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön.